Achtung und bitte! Bereits am frühen Dienstagmorgen gaben sich Leonard Lansing und seine Schauspielkollegin Ina Paule Kling die Ehre am Münsteraner Hafen. Für die Dreharbeiten zu den beiden neuen Wilsberg-Krimis, Die Entführung und Treuetest, standen sie jetzt vor der Kamera. Und trotz der steifen Hafenbrise hielten die Schauspieler und das Team tapfer durch. Ach, das geht schon. Wir haben ja Catering, da gibt es immer Brötchen, Kaffee und sonst was. Und das ist schon prima. Pro Drehtag werden insgesamt 4 bis 5 Minuten Film produziert. Und rund 50 Leute sorgen für den reibungslosen Ablauf am Set. Bevor es dann wieder heißt, die Szene ist im Kasten. Und Cut, danke, sehr schön. Und damit herzlich willkommen zu Münsterama, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Heute war ja schon echt einiges los bei uns im Hafenviertel und irgendwie hatte das ja auch schon fast einen Hauch von Hollywood. Und der Mann, der jetzt kommt, könnte bestimmt auch in einem Münster-Blockbuster mitspielen als der Koch oder ein Mann geht seinen Kochweg. Hobby-Gourmet Pascal Jerome. Schon mit seiner gestrigen Vorspeise gab der Eventmanager eine starke Performance vor unserer Kamera ab und kochte sich in die Herzen der Zuschauer. Heute tischt Pascal Jerome das Hauptgericht Spaghetti Bollo auf. Bitte sehr. Es gibt bei Zwiebeln immer welche, die sind besonders scharf und welche, die sind nicht so scharf. Die hier ist Gott sei Dank nicht so scharf. Wenn ihr das Ganze für eure Familie machen solltet, solltet ihr unbedingt die Haare zusammenbinden. Jetzt haben wir die Zwiebeln soweit fertig. Einfach den Arbeitsplatz immer wieder sauber machen. Das haben sie mir in der Schule auch mal beigebracht, da habe ich das aber nie gemacht. Das war immer so. Ärmler, mach sauber. Ich sag, nee. Fragen warum nicht, ich sag, ist so. Hinterher kam der Fisch. Naja. So. Es gibt Leute, die braten Hack an, ohne es zu würzen. Ich bin da kein Freund von, weil ich der Meinung bin, er muss ja auch noch was schmecken. Ne? Der Hack ist vor allen Dingen eine salzige Speise, kommt gut Salz dran. Ich mag es gern pfeffriger oder etwas schärfer. Ein bisschen Paprika kommt dran. Bei Hackfleisch einfach immer noch achten, dass es nicht die ganze Zeit zwischen alten Socken und so weiter rumliegt. Also, es soll ja Leute geben, die das zwischen ihren Socken lagern, so ist nicht. Ne? So, ab rein damit. Ruhig etwas schärfer anbraten. Und wir müssen jetzt noch ganz schnell die Möhren klein schnibbeln, die Kartoffeln und den Sellerie. Na. Fräulein, sag mal, wer bist du denn? So, jetzt haben wir ein Problem, nämlich eine Katze. Ja? Sag mal hallo. Hier. So, ab mit dir. Und jetzt Hände waschen. Solange sie nicht in die Pfanne springen, ist auch egal. Wobei Japaner sowas ja mögen sollen, ne? So. Würfel. Und die Zwiebeln können rein und werden zusammen mit dem Fleisch glasig. Den Sellerie am besten schön klein schneiden. Knobi sollte mit rein, ob jetzt gewürzt oder eher frisch. So, ihr nehmt Gemüsebrühe, so ein Knöpf, und in der Zeit, wo wir es aufweichen lassen, die Sauerei wegmachen. Als ich mal in einer WG gewohnt habe, ich weiß nicht, da habe ich zusammen mit einem WG-Kameraden gekocht. Wir wollten, glaube ich, Gulasch machen und es ist irgendwas anderes raus geworden. Es stank hinterher nach Katzenfutter. Am Anfang hat es geschmeckt, nach 2 Tagen nicht mehr. Alles in den Topf und verrühren es. Gefolgt von den 500 Milliliter Brühe. Das Ganze muss jetzt eine halbe Stunde ziehen. Habe es dafür auf mittlere Temperatur gestellt. So, 500 Milliliter Rotwein. Den guten. Jetzt kommen die Macaroni da rein. Da wir ja hier grundsätzlich so 4 Personen haben, müsst ihr aber wissen, wie viel Hunger ihr selber habt. Ich bin immer sehr hungrig, deswegen packe ich die ganzen 500 Gramm rein. Wir können die Nudeln abschütten, ohne zu verbrennen, hoffe ich. Jetzt können wir das Ganze eigentlich anrichten, essen und danach unser Schlachtfeld beseitigen.
Morgen gibt's dann den fulminanten Höhepunkt der dreiteiligen Kochserie. Pascal Jerome gibt dann nochmal alles und beglückt uns zum Abschied mit einem süßen Dessert mit viel Alkohol. Heute gibt's aber zum fulminanten Ende der Sendung die volle Breitseite unnützes Wissen. Viel Spaß! Das ist eine gute Frage. Wie viel Tonnen über Dortmunder Ems-Kanal im Jahr? 500.000? Ich weiß es nicht eigentlich. 1.000? 2 Millionen. Wäre zu wenig, oder? 5 Millionen. 20.000 Tonnen. Ja, wir sagen 10 Millionen. 10 Millionen Tonnen. 1,5 Millionen Tonnen. Über den Dortmund-Ems-Kanal werden in beiden Richtungen pro Jahr etwa 12,5 Millionen Tonnen an Stückgütern transportiert. Vermutlich wird der größte Abnehmer die RCG, also mit ihren landwirtschaftlichen Produkten und mit ihren Düngemitteln sein. Der große Nachfrager Osmohallen ist inzwischen, oder die Firma Osmo ist inzwischen ja nun in Insolvenz gegangen. Von daher werden diese Produkte eben nicht mehr über den Kanal verschifft. Wieder was dazugelernt. Und das Schöne, unnützes Wissen bleibt auch erstaunlich lange im Kopf. Wenn ihr Ideen und Anregungen zu unserer Sendung habt oder ihr mal auch was Schönes für uns kochen wollt, einfach eine Mail an münsterrama@wmtv-online.de oder über unsere Facebook-Seite. Damit verabschiede ich mich, empfehlt uns weiter und bis morgen. Tschüss.